Meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing bei Trend17 TV. Ja, und wir unboxen heute was ganz Besonderes. Dazu gibt es auch später einen Test. Lasst euch überraschen. Das wird ein etwas längeres Video. Ja, wir fangen einfach mal an. Und los geht's. Her mit der Klinge. So. Ja, ich habe da ziemlich lange drauf gewartet, endlich mal so ein gutes Angebot hinzukriegen für dieses Produkt, das ich hier jetzt unboxe. Das ist ein überdimensional großer Karton und da ist wahrscheinlich gleich ein ganz kleiner Karton drin. Jo, da ist es. So, dann könnt ihr auch gleich ein bisschen mehr sehen, mehr erkennen. So, und das ist das gute Stück. Und zwar ist das ein Monitor für die Kamera, für die DSLR-Kamera, für meine Kamera zum Aufnehmen. Da kann man nämlich wesentlich besser das Bild sehen, das man gerade fotografiert oder aufnimmt. Ja, das gute Stück werden wir jetzt erstmal unboxen hier. Mal eben schauen, wo das hier überhaupt aufgeht. Hm. Viele Teile. Oh, hier. Wunderbar. Und zwar ist das der Lilliput HDMI 7 Zoll Monitor. Das sieht auch recht gut aus. Hier haben wir erstmal einen Standfuß. Fangen wir erstmal ein bisschen unspektakulär an. Der Standfuß, der sich nicht von der Folie befreien lässt. Oder doch? Da ist er. Der Standfuß. Oh, mit einem 1/4 Zoll Gewinde auch. Sehr schön. Kann man hier dann noch festdrehen. So. Und dann arretieren. Sehr schön. Das sieht schon mal gut aus. Eine Bedienungsanleitung, bestimmt wieder nur auf Englisch, könnte ich mir vorstellen. Jo. Aber das meiste erklärt sich eigentlich von selbst. Dann haben wir einen AC-Adapter hier, der uns den Strom liefert für das gute Stück. Und ja, das Highlight. Bisschen was fehlt da aber eigentlich noch an Zubehör. Schauen wir dreimal mal eben. Es sollten da noch ein paar Teile mehr drin sein. So, da ist ein Teil. Genau, das ist der Sonnenschutz, Blendeschutz für den Monitor. Was haben wir hier noch? Ganz wichtig, das ist das hier. Reinschauen. Oh, das ist das Gewinde für den Monitor, um das in den Blitzschuh einzuschieben. Auch nicht schlecht, ist auch noch nicht benutzt. Und ja, da warte ich nämlich drauf. Das ist eine Schraube. Da, das ist die Fernbedienung. Die ist eigentlich nicht ganz so wichtig für mich. Und hinten die Akkuaufsätze. Da bin ich auch mal gespannt, ob da einer von passt. So, ich schraube das Ganze gleich mal eben zusammen. Aber vorher schrauben wir uns noch mal eben den Monitor an. Das sieht gut aus. Das ist auch kein Product Placement hier. Das gute Stück habe ich komplett bezahlt. Ja, das sieht gut aus. Folie ist auch noch drauf. Ja, so sieht er von vorne aus. 7 Zoll Monitor. Und so ist er da von hinten. Hier haben wir den HDMI-Anschluss und den Ein- und Ausschalter. Das ist eigentlich auch schon das Wichtigste. Alles andere brauche ich eigentlich auch nicht.
damit man dann das Bild gut erkennen kann. Das ist auch eine vernünftige Größe. Ich habe auch gedacht, kleiner soll er dann auch nicht sein, dass man dann auch schön das Bild erkennen kann. Er hat allerdings auch gut Gewicht, so dass man mit dem Stativ natürlich ein bisschen aufpassen muss. So, ich habe auch gerade mal eben die ganzen Akkuladeschalen, die praktischerweise dabei sind, ausprobiert. Und das ist wirklich ein Traum. Mein Sony-Akku, der passt da tatsächlich rauf. Hinten gibt es diesen Schuh, da kann ich diese Akku-Tablets rauflegen und habe dann praktisch einen Adapter für den Monitor. Und das ist richtig genial. Der Akku ist auch für meine Sony Alpha 58 und passt hier genau rauf. Was bedeutet, dass ich nicht extra wieder einen neuen Akku kaufen muss und auch natürlich keinen extra Schuh haben und auch kein extra Ladegerät brauche. Das hätte ich nämlich sonst alles kaufen müssen. Das geht richtig ins Geld, weil diese ganzen Fotogeschichten sowieso schon sehr teuer sind. Und jetzt checken wir es gleich aus. Seid gespannt, bis gleich. So, es ist vollbracht. Wir haben den Monitor nun angeschlossen und man kann ziemlich gut sehen, dass das eine richtige schöne große Bildfläche jetzt ist. An den Seiten werden dann noch die Daten angezeigt. Hier habe ich das Mikrofon-Set. Dann zeige ich den auch nochmal von hinten. Der ist auf dem Zusatzstativ. Ist also doch recht schwer. Ich habe mich dazu entschieden, dann doch nicht das Segel hier oben zu nehmen. Und hinten ist dann das HDMI-Kabel. Der Ein- und Ausschalter. An der Kamera wird das Ganze dann folgendermaßen installiert, und zwar oben ganz regulär über den HDMI-Eingang. Der Kameramonitor ist natürlich dann außer Betrieb. Hier nochmal ein paar kleine Einstellungen. Die Anleitung ist ja auf Englisch. Ich habe also auch kein vernünftiges Unboxing oder einen Bericht gesehen über dieses Gerät. Da muss man sich einfach ein bisschen durchfummeln. Schwarz-Weiß, Farbe, Helligkeit und so weiter kann man alles einstellen. Was wie gesagt sehr praktisch ist, dass hinten die Akkusets eben halt fast alle kompatibel sind durch den Akkuhalter hinten, die man austauschen kann. Alles klar. Das sollte erstmal reichen als erstes Unboxing und als ersten Test. Auch diese Halterung kann ich nochmal zeigen, ist auch dabei. Ist also recht umfangreich, das Paket. Das Gerät liegt neu bei etwa 189 Euro, kann man rechnen. Alles klar, ich wünsche euch viel Spaß beim Film und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao.